What? Not satisfied with just torching her house? Now you're after her hideout, too. The life of a beautiful woman. I tell you. If you're so fond of your precious Archfiend, I'd be more than happy to send you straight to him. So now I have to stop an Archfiend's resurrection, do I? Why does Giotto always give me the tedious jobs? Miss Elena, do you really see everything? That voice. Miss Elena, do you really see everything? Please tell us, is Sarah trapped within the Purgatorium? And if so, can you tell us how to get inside? Don't rush me. Everything in due time. But... there are those who secretly threaten this land. I imagine you've heard of them. A rather tawdry group that calls itself the Church of Sidonie. They are the ones that kidnapped Sarah. Why would the Archfiend cult do that? They are bona fide idiots. No, worse, imbecilic cretins. Although many heroes gave their lives to defeat the Archfiend, this dogged little cult has continued to worship him for millennia. They've always seduced new converts in secret, but lately, their activities have become increasingly bold. It's almost as if they're being prodded by something, or someone. In ages long past, an Archfiend appeared in this land. He was called Asmodeus. The Sidonaeists' ultimate goal, of course, is the Archfiend's resurrection. The Sidonaeists lust after my power. They bade me join their church, but I'm sure you can guess what my answer was. What? You look as if you think I'm talking nonsense. What? No, that's not it at all. I don't find it such a strange tale. After all, you lot sitting before me now. You came to this land across the vast star ocean. What? If you ask me, both are equally nonsensical. Like I warned your hulking friend outside, don't underestimate me. And you learned this through your fortune-telling? Not exactly fortune-telling. Augury, to be more precise. It's very taxing, but far more accurate, as you lot have just demonstrated. I had foreseen that Sarah would send me intriguing guests. You're most intriguing indeed. What's wrong with you? Isn't Sarah supposed to be your friend? Aren't you at all concerned about her? Sarah is like a sister to me. Of course I'm concerned. But then, why? I received a message from on high and was waiting. Waiting for you lot to arrive from the stars. You were waiting? For us? Yes. You are the only ones who can save Sarah and prevent the resurrection of the Archfiend. Us? Prevent the resurrection? All of you who stand before me, travelers from across the stars, I tell you once again.
You must stop the Archfiend resurrection rituals that proceed at the Purgatorium even as we speak. The Archfiend must not yet come. It is too soon. Too soon? You speak as if his resurrection is inevitable. Of course it is. What? The Archfiend will indeed be resurrected, but not quite yet. When the time comes, a band of warriors will rise up and destroy him. But those warriors are not you. Is that another of your auguries? Indeed. But that's beside the point. What's important now is forestalling the Archfiend's resurrection. And most importantly, you must rescue Sarah, the key to that resurrection. Wait a minute, I don't get it. What does Sarah have to do with the Archfiend? His revival requires a sacrifice of holy blood. Sarah is of the sacred featherfolk, more than worthy to be offered to the Archfiend. Her rescue and the prevention of the Archfiend's resurrection are one and the same. What? What if we fail? What would happen to this planet? If you fail... The Holy Virgin, garbed in white, walks upon the path to the altar. Lainey, what's going on? The way shall soon be cleared, feathers of purest white stained deepest crimson, scattered upon the winds. The vile Archfiend, bade forth from his realm of deepest darkness, shall awaken to feast upon the corpse of the Virgin. His coming shall herald the end of days. It's almost like she's a different person. Would this be an augury? As the world is immersed in flames of ruination, there is no quarter, no escape. All shall be reduced to ash. Thus are all things annihilated in infinite beauty. I figured it would be faster to simply show you. That was an augury of a future in which you fail. Sarah's death brings with it this land's extinction. There is no hope and no compromise. No matter how often I invoke this future, it is always the same. The destruction is inescapable. But if you can manage to save Sarah, perhaps it can be averted. I would like to pin my hopes on that. I'm praised as a phenomenal teller of fortunes, but just look at me. My body racked with the pain of auguries, unable to help anyone, unable to save my friend. Please, save the Featherfolk. Save the world. I beg you. Miss Elena! Please, stop. You can't. Please, don't ask me to get involved with the fate of an entire planet. Edge. That's not something I can do! Sarah's one thing, but an entire planet... I can't. Not...
Not again! Foolish stripling. Miss Elena! Are you all right? She's out cold, Kay. Let's go to the Purgatorium. FaZe. Frankly, I have my doubts about this Archfiend resurrection business. But it's clear that Sarah is in grave danger nonetheless. But Elena still isn't showing any signs of waking up. And we don't have any way to get into the Purgatorium either. Then we'll just have to make one. Even if we have to obliterate the entire structure. No way! I'm not going to let you do anything that crazy! Then what would you have us do? Wait. Wait until Elena wakes up. We don't have time for that! She told us to go to the Purgatorium to stop the rituals, but we don't have any way of getting deeper inside. Elena must be aware of that. She knows exactly how to get inside. She has to. I'm sure of it. Don't you understand? You heard what they'll do to Sarah! Are you just going to give up on her? On Roke itself? That's not what I'm saying! You may as well be! If you were the Edge I knew, you wouldn't have even hesitated. Ever since we met on Eos, and then on Lemuris, and on Cardianon, you never took your eyes off your goal or let anything scare you. You always moved forward. That's the whole reason I wanted to come with you. Me? I'm the guy that got Earth destroyed just because I didn't think things through. I think about that happening again, and I get so scared, I get so freaked out, I can't even move! But what about Raimi? You fought for her when she was in trouble. Damn right I did! But that's not going to make this fear go away. Both of you, stop it! Let me ask you one thing. You're not giving up on Sarah, are you? Of course not. FaZe, I understand your concern for our friends, but you too have to understand, our leader is Edge. Fine. Wow. Ray-Ray. I wouldn't want to get on your bad side. Tja, wow, also ganz schön viel los auf jeden Fall. Ich muss euch jetzt hier auch neu wieder begrüßen, ne? Weil ich sehe jetzt schon, dass ich schon wieder ewig lange aufnehme. Ja, ihr Lieben, entschuldigt bitte, aber ich weiß manchmal nicht, wie lange diese Cutscenes andauern, deswegen konnte ich euch beim letzten Mal nicht verabschieden, heiße euch zu einer niegelnagelneuen Folge willkommen und werde jetzt mal versuchen, sobald wir diesen Ort hier verlassen haben, ein bisschen zusammenzufassen, was sich jetzt hier in den letzten Cutscenes so ereignet hat, weil das war doch wieder sehr, 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 sehr viel Input. Und ich muss sagen, jetzt am Ende, also für mich war fast klar, dass Raimi in die Bresche springt für Edge, aber ich kann FaZe schon verstehen, so, der hat mir jetzt hier schon wieder so ein bisschen leid getan, muss ich ja leider mal so sagen. Und ich bin ein riesiger Fan von Elena, muss ich an der Stelle auch mal anmerken. Also ich finde die Frau irgendwie absolut klasse. Ich liebe auch diese Cutscenes, die wir hier gesehen haben. Ich finde die irgendwie total super, auch wenn wir jetzt in einer sehr, sehr verfahrenen Situation sind, die Zeit auch drängt. Deswegen, ja, wie gesagt, kann ich aktuell fast ein bisschen mehr Verständnis für FaZe aufbringen. Ich werde Ihre Entscheidung akzeptieren, Herr Edge, und zwar ungeachtet der Konsequenzen. Ja, ist ja auch immer noch der Captain, ne? Aber, ja, wir haben jetzt auf jeden Fall sehr viele Hintergrundinformationen über den Kult bekommen und über den Erzfeind und über Asmodeus, das ist ja der Erzfeind, und das werde ich, wie gesagt, alles nochmal aufgreifen, sobald wir hier durch sind. Lani ist total verschwitzt. Sie sieht aus, als hätte sie große Schmerzen, Kay.
Ja, sie wird sich aber wohl hoffentlich wieder erholen, hoffe ich doch mal. Zitrone, wie alle Leute hier immer Zitronen mit sich rumschleppen. So, welcher Dialog wird jetzt der richtige sein? Face läuft rum, deswegen wird er wahrscheinlich das nicht weiter voranbringen, oder? Face, es tut mir leid. Ja. Ja, ist halt doof, dass die jetzt so viel Publikum hatten. Die sollten sich vielleicht auch mal in Ruhe aussprechen und so. Monster-Edelstein. Ja, habe ich auch lange nicht mehr gegengeprüft, ne? Wie unsere Monstersituation aussieht. Wow, dann ist sie wirklich Dame Elena. Miau, nein, das kann nicht sein. Sie kann es nicht sein. Unmöglich. Ein Miracle war auch so süß. Oder zuletzt, es hat mir irgendwie so leid getan. Verrückt, das kann sie doch nicht sein. Wie sie sich so auf sie gefreut hat und dann am Ende so maßlos enttäuscht wurde. Also ich persönlich mag Elena ja, aber ich kann schon verstehen, dass die Leute ein bisschen was anderes erwartet haben. Oh, was? Starb der Maid, keuch, keuch. Sie scheint nicht gut zu schlafen. Seht nur, wie sie schwitzt. Vielleicht hat sie einfach nur Fieber. Im Fieberwahn schwitzt man und kann nicht gut schlafen. Deswegen wäre das jetzt so meine naheliegendste Vermutung. Aber wer weiß, woran sie so erkranken kann. Wahrscheinlich an Dingen, die wir so als Otto-Normal-Leute gar nicht begreifen können. Okay. Verstehe ich gerade nicht. Warte mal. Das war doch eine Kenntnis, die wir bei Edge hatten, oder? Taschendiebstahl. Ich werde jetzt einfach mal die 2 Punkte noch reinhauen. Nicht, dass sie mit so am schwersten zu beklauen ist und vielleicht das Maximum hier benötigt. Zersetzungsstein. Okay, ob sich das jetzt gelohnt hat, weiß ich noch nicht. Werden wir aber noch rausfinden. Fräulein Elena? Miss Elena, thank goodness. How long was I unconscious? It's already morning. That long. I must be getting old. What happened, girl? We were discussing how to get deeper inside the Purgatorium, and there was a difference of opinion. I see. That was careless of me. If I had given this to you earlier, you could have avoided that. What? Is this a key card? How could a civilization like this possibly possess key cards? Without that lamp of guidance, you won't be able to get very far into the Purgatorium. There's no other way, and if you had tried to force your way in, you might have gotten Sarah killed. It looks like you made the right call, Edge. Yeah. Where did you get the key card? I mean, lamp of guidance. It was given to me by someone who claimed to carry the blood of the Mua. Now go, and please, save Sarah. Very well, let's go. Wait, you there, Alley Cat. What do they call you? Miracle? What? You want to burst even more of my bubbles? Come see me when this is over and tell me of your holy maiden. Next time I will not make light of her. Maybe, if I feel like it. And I'm no alley cat, you hear? Stripling, I don't know what it is that frightens you, and neither do I care. But I will say this, stop being so full of yourself. It's ridiculous. What? The Star Ocean is endless. The
the world vast beyond knowing. If you presume to think you can carry it all yourself, you're a fool. It is the stars themselves that decide between prosperity and destruction. All is fate. But... Or are you so arrogant as to believe you can manipulate fate itself? Don't be so presumptuous, you idiot. No, I don't... What you are capable of doing and the influence you wield is limited. Yes, something you trigger might eventually swell into an enormous wave, enveloping everything. The very fate of a world might even be swayed. But your actions alone are not enough. A great many factors conspire to bring a world's fate to its ultimate conclusion. Miss Elena. Fret, fear, weep, but do not stop. Leave pride by the wayside. Move forward with every fiber of your being, and you will begin to discover what you are capable of. Insignificant as you are, you will discover something that only you can do. That is the path you must walk. Was that inaugury too? Just advice from a pretentious fortune teller. In any case, you have this girl with you, don't you? Huh? You mean me? I'm sure you have faced incredible pain and hardship. But the Mua inside you is there for a reason. The Mua inside me? Stay with this stripling, you who were born under the Mua's divine protection, child of hope. Yes. Yes, ma'am. Faze. I'm ready to start moving forward again. Just give me a little more time. I promise, the edge you first met is coming back. Let's go. Yeah. I can't believe that took all night. If we're going, let's hurry up and get moving. What are you doing here? I told you I had business on this planet, didn't I? Well, look at that. It would seem we even share the same goal now. Halting the resurrection of the Archfiend Asmodeus. That is the mission I was given as Amorphous. So you are Amorphous too? I've heard plenty of stories about you, Bacchus. It's an honor to meet you, I suppose. I don't believe I've introduced myself to the rest of you yet. I'm Muria Dionysus. I remember some of you from Cardianon. You're that woman from... What are you doing here on Roke? I'd like to know myself. That business with the Cardianon, and now Roke. Why are you people always at the center of things? I suppose it doesn't matter. Anyway... I'll be joining you. Wait, who said you could... Do you still want to kill him? Of course, boy. And don't worry. I'll be staying right with you until I do. What's she talking about, Edge? Oh, it's simple enough. She's coming with us because she wants to kill Crow. What? Don't worry. I won't let her. I'll make her understand. Well then, shall we?
Yay, da haben wir Mademoiselle Muria an unserer Seite. Auch wenn ich mir ganz ehrlich gesagt nicht so sicher wäre, ob ich an Edges Stelle das überhaupt zugelassen hätte, dass sie mitkommt. Also einfach vor dem Hintergrund, dass sie seinen besten Freund, quasi seinen Bruder, umbringen möchte, ja. Aber gut, wir gucken mal. Licht der Weisung haben wir jetzt dabei. Und wir können uns wieder bewegen. Muria, was machen denn Morphos auf Rogue? Das wirst du schon bald erfahren. Aber diese Sache hat nicht allein mit Rogue zu tun. Und auf jeden Fall müssen wir jetzt erstmal zum Purgatorium. Ja, ist noch so ein bisschen geheimnisvoll, die gute Frau. Aber immerhin wissen wir ja jetzt, was ihre Intention ist, unabhängig davon, wie wir sie bewerten. So, okay, das macht das jetzt unfassbar kompliziert. Weil eigentlich wollte ich erstmal so ein bisschen die Geschichte nochmal Revue passieren lassen und so. Aber jetzt will ich mir erstmal sicher angucken. Das ist ihr Bild. Ey, Frau, die ist echt unfassbar schön. Also ich muss dazu sagen, ich würde sie auch unfassbar schön finden, wenn sie nicht so große Möpse hätte. Aber sie hat, sie ist einfach eine tolle Frau. Ich mag ihre Stimme total gerne. Ich weiß immer noch nicht, ob ich sie cooler finde als Raimi. Da, das nimmt sich irgendwie nicht so viel. Aber sie ist auf jeden Fall, wie ihr euch vielleicht schon denken könnt, eine Magierin. Und sie ist auch diejenige, für die ich mir das Dings hier aufheben wollte. Dieses eine Buch, was ich so lange unangetastet gelassen habe. So, warte mal. Ich wollte jetzt erstmal, war schon wieder ein bisschen unstrukturiert, erstmal gucken, ob wir ihr hier was Besseres mitgeben können. Was haben denn die anderen? Giftschutz, Lähmungsschutz, eigentlich so alles querbeet. Verfluchungsschutz hätten wir auch im Angebot. Ich gebe ihr mal den Lähmungsschutz mit. So, was haben hier die anderen? Energie, Weisheit, Silber. Boah, ist eigentlich auch schon wieder fast ganz schön bunt gemischt. So, defensiver Angriff, TP, MP. Ja, macht bei ihr, glaube ich, schon Sinn. Treffer, Max, MP. 5%. Ja, 10 wären irgendwie schöner. Aufhebung, Feuersymbole, Donner, Treffer 2. Achso, ich dachte gerade, hier gehen die Statuswerte voll durch die Decke, aber das sind ja nur ganz kleine Schritte nach vorne. Angriffe, Schaden auf Verbündeten. Nee, das ist scheiße. Ich glaube, ich werde ihr das hier mal geben. Genau. So, was haben wir sonst noch Interessantes? Kenntnisboost. Nee, warte mal, wir machen mal erstmal. Nee. Hier wollte ich gucken. Und zwar bei Stil. Da ist sie jetzt aktuell mit B versehen. Das lassen wir auch mal so. Was hat sie denn eigentlich für ein Level? 32. Okay, da muss sie definitiv mit rein. Ich werde sie aber... Nee, ich werde sie erst mit reinholen, wenn einer von unseren Leuten jetzt Level 41 erreicht hat. So, und jetzt können wir mal bei den Kenntnissen nachschauen. Arzneikunde. Kenntnisse in der Fertigung von Arzneien. Je höher der Kenntnislevel, desto mehr Optionen hat man. Ich hätte echt schwören können, dass wir Arzneikunde durch Sarah lernen. Also ernsthaft, schon wieder voll durcheinander gebracht. Das werde ich jetzt hier mal direkt maximieren. Das heißt, wenn wir das nächste Mal auf der Kalnus sind, können wir da wieder bei Welshi Delshi ein bisschen was in Erfahrung, also ein bisschen was erlernen, so an neuen Rezepten und so. Annullierung kennen wir. Ich lese das jetzt mal alles nicht vor, weil ich auch nicht so im Einzelnen weiß, was wir davon schon hatten. Tiefgefrieren hat Faith ja vor kurzem gelernt. Also sie kann so ein paar Sachen, die wir schon kennen, aber sie wird auch noch Dinge lernen, die andere nicht können. Also so viel kann ich schon mal in Aussicht stellen. Das Gute ist, dass sie tiefgefrieren hat. Ich glaube, dass werde ich... Ja, ich glaube, das werde ich jetzt einmal maximieren. Weil, wenn Faith nicht im Kampf ist, dann wird sie uns eine riesengroße Hilfe sein gegen diese dicken Viecher, die wir dann relativ einfach aus dem Weg räumen können. So, und da wollte ich hier nochmal schauen. Genau, wegen dem Geistesblitz. Ich weiß zwar nicht mehr ganz genau, was das letzten Endes bewirkt, aber das können wir uns ja jetzt nochmal angucken. So, aber sie hat relativ wenig, also ich lasse jetzt die Punkte auch erstmal. Also relativ wenig hier, was ich jetzt so auf Anhieb mit KP gerne befüllen möchte. Intelligenzerhöhung, 40% über 30 Sekunden, aber dreifache MP. Was? Dreifache MP kosten? Ja, okay, dann hätte ich mir das eigentlich auch knicken können hier mit dem Aufsparen und so. Aber okay, wir müssen auf jeden Fall für sie ein paar Bücher einkaufen, weil ich würde ja schon ganz gerne so Criticals und, mal die Eisnadel nehmen wir mal nicht. Ich
lass mal hier, obwohl Lichtblitzball hüllt Feinde, schleudert Lichtblitze, machen wir mal das beste Blitzgedöns hier mit rein und das beste Eisgedöns. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob die Eisnadeln nicht besser sind, aber für meine Zwecke ist Tiefgefrieren, glaube ich, irgendwie schon sinnvoller. So, und dann können wir auch nochmal, wo wir ewig lange nicht mehr drin gewesen sind, bei den Kampftrophäen mal nachschauen, was sie hier so hat. Gewinn ohne anvisiert zu werden. Donner, Symbol, Schwachstelle, Donner. Ja, das sieht so aus, als könnte man einige Sachen relativ einfach auf den ersten Blick machen. Wie sieht es bei den anderen aus? 26%, 20, 17, 19, 16. Okay, Edge hat die meisten. Aber gut, mit Edge habe ich auch mit Abstand am meisten gekämpft bisher. Und ja, das habe ich so ein bisschen aus den Augen verloren, in den letzten Parts, aber ja, ist auch erstmal egal, das kommt schon noch. So, genau, dann lasse ich jetzt die Truppe erstmal so, wie sie steht. Wo bin ich denn jetzt hier überhaupt? Kann ich jetzt hier auch wieder zurück? Das habe ich jetzt gar nicht ausprobiert. Also auf jeden Fall ist da ein Eingang eingezeichnet. Hallo Krabi, würdest du bitte mal, ja, öffnen? Warte mal, ich kann die ja mal eben schnell machen. Sind wir denn kurz von dem Level ab? Ja, Miracle. Miracle wird jetzt auf jeden Fall ein Level abbekommen. Das heißt, ich kann dann direkt im Anschluss auch Muria hier mit einbauen. Was mir gerade ganz gut passt, das ist gar nicht gut. Zumal diese Peritons, wie gesagt, ein bisschen nervig sind wegen ihren Zauberangriffen. Autschen, die sie manchmal so mitbringen. Okay, da stand ich, glaube ich, gerade ganz gut. Ich dachte, ich wäre jetzt hier zu weit weg gewesen. Jawohl. Sehr schön, der eine ist weg. Wow. Da kam gerade so ein bisschen auf mich zugestürmt. So etwas überraschend. Ist der jetzt auch weg? Keine Ahnung. Nein, 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 nein. Ich habe nicht gesehen, dass der jetzt im Zorn war. Deswegen wollte ich eh diesen anderen Skill hier zum Einsatz bringen. Genau den hier. Der ist mir nämlich immer so ein bisschen sicherer und lieber und überhaupt. So, ich mache den Kampf jetzt auch nur wegen dem Level ab, damit ich jetzt gleich die Truppenkonstellation angleichen kann. Mhm. Ja, warum auch nicht? Nehme ich auch euch gerne nochmal mit. Soll mir recht sein, solange ihr nicht mit eurem hässlichen Windzauber ankommt. Was habe ich denn bei ihm für komische Dinge in dem Slot? Okay, ich glaube, da sind aber gerade mehr geflüchtet, als dass ich da umgenietet habe letzten Endes. Sehr schön. 41. Glückwunsch dazu. Jawohl. Das geht ja dann genau auf. Und da bin ich echt gespannt. Ich muss mal gucken, ob wir jetzt in dieser Folge überhaupt noch Muria beim Kämpfen zugucken können. Denn ich wollte noch mal kurz durch Trop durchlaufen. Ich weiß aber nicht, ob wir vom Versteck aus da auch hinkommen. Werden wir uns dann gleich mal ansehen. Und übernachten wollte ich auf jeden Fall auch noch mal. Ganz wichtig. Und hier sind wir ansonsten ja schon gewesen, ne? Okay, so, gucken wir auch nochmal, was Elena sagt und nicht, dass ich dann den gleichen Fehler mache wie seinerzeit auf der Erde. Ihr erinnert euch, wo ich dann später nicht mehr zurückgegangen bin, um die Kisten rauszuholen aus den Häusern, wo sich die Cutscenes abgespielt haben. Ich möchte die Welt vor ihrem Schicksal bewahren, die uns prophezeite Zukunft abwenden oder vielleicht auch nur Sarah helfen. Aber es liegt in deinen Händen, Bürschchen. Rette Sarah, rette unsere Welt. In dieser Verfassung kann ich nirgendwo hin. Ich kann nur für euch beten. Oh, das reicht mir auch erstmal. Den Rest werden wir schon irgendwie hinbekommen. Nee, ich find sie irgendwie einfach unfassbar cool, weil sie ist wahnsinnig schön, sie ist klug, sie ist irgendwie so außergewöhnlich mit ihrer Funktion, die sie hier erfüllt. Und sie ist halt auch irgendwie, weiß ich nicht, so reifer als die anderen Charaktere, die wir hier schon so angetroffen haben. Würde mich echt mal interessieren, wie alt sie ist. Aber das erfahren wir hier, glaube ich, innerhalb des Spiels nicht. Vielleicht kann sie auch gar nicht sterben, so weiß man nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall werden wir jetzt erstmal noch nicht zum Purgatorium gehen, sondern wie angedroht, angekündigt, erstmal nach Trop. Ja, also eigentlich ist die Geschichte gar nicht so kompliziert. Das kam halt nur mega überraschend. Also Sarah soll geopfert werden, weil sie das heilige Blut in sich trägt und das eben für das Auferstehungsritual vonnöten ist, um Asmodeus hier quasi heraufzubeschwören, der dann
ja, für den Untergang dieser Welt sorgen würde. Und ja, das müssen wir eigentlich abwenden. Und wir sind, so hat es ihre Prophezeiung auch gesagt, die Einzigen, die das umsetzen können. Deswegen hat auch die Paranoia von Edge wieder so eingesetzt und seine ganzen Selbstzweifel wieder hochgekommen und so und überhaupt. Und ja, also ist schon relativ turbulent hier alles. So, den TP-Boost. Wobei, warte mal, für sie müsste ich ja einiges kaufen. Ich werde jetzt, glaube ich, auch ein bisschen... Oh, Dämonologie? Ja, bitte? So, was können wir sonst noch holen? Kettenkombos einmal für sie, TP-Boost. Ach, die kritischen Treffer, die kann sie gar nicht. Ich glaube, ich werde jetzt jedes Buch außer die automatische Heilung und den Furien-Boost für sie holen. Konvertieren nehmen wir noch mit. Verbergen auch, aber nur weil es nicht so teuer ist. Jawohl. So, sehr schön. Diese Dämonologie. Ich glaube, das erhöht die Drop-Chance bei Dämonengegnern. Wenn mich nicht alles täuscht, werden wir uns gleich nochmal angucken. Bemittelt passive Kenntnisse in Dämonologie, wodurch man häufiger Dinge findet, die dämonische Gegner verlieren. Genau das meinte ich. Sehr schön. So, einmal Kettenkombo, TP-Boost, Erste Hilfe, konvertieren und verbergen. Sehr schön, dann haben wir jetzt bei ihr auch ein paar mehr Möglichkeiten. Die Dämonologie, voll der Zungenbrecher irgendwie, werde ich auch nochmal maximieren. Kettenkombos könnte man eigentlich auch machen. Ja, hier werde ich jetzt auch noch die Gruppen-KP reinknallen, dann haben wir hier ein bisschen was... jetzt an Grundlage schon aufgesetzt, wobei jetzt TP-Boost und so auch noch interessant werden könnte. Das übliche Problem halt, ne? So, jetzt haben wir es hier auf jeden Fall drin. Hier kann ich noch ein paar andere Sachen einsetzen. Nehmen wir mal hier die Blitzeruption und hier die Eisnadel, dann haben wir hier auch alles vertreten. Sehr schön. Wobei ich gerade ehrlich gesagt echt so ein bisschen motiviert bin, ihr den TP-Boost noch ein bisschen nach oben zu schrauben. Was war das hier nochmal? Einige TP werden für 30 Sekunden in MP konvertiert. Je höher der Kenntnislevel. Ja, das ist ganz geil. Auf jeden Fall eine ziemlich gute Methode, um diese Brombeernutzung auch ein bisschen einzudämmen. Oh, jetzt bin ich gerade ein bisschen überfragt. So, warte mal. Ich werde das mal erstmal auf 5 hier hochbringen. Bei den anderen spare ich dann erstmal. Warte mal, wie sieht denn das bei ihm aus? Hat er auch konvertieren? Jawohl. Das sollten wir dann bei ihm auch ernsthaft in Erwägung ziehen, ganz ehrlich. Weil mit ihm macht die Zauberei ja schon Sinn und auch Spaß. Das werde ich jetzt hier auch mal maximieren. Und das gleiche gilt auch für unsere kleine Miracle Maus. Wobei, sie hat kein Konvertieren. Schade eigentlich. Bei ihr wäre das noch ganz cool gewesen. Aber ich könnte hier Betäubung mal maximieren. Oder TP-Boost. Ne, machen wir mal lieber TP-Boost. Also Max ist mir jetzt irgendwie noch ein bisschen zu teuer, aber das muss erstmal reichen. So, wir gehen in kleinen Schritten voran. Ich will jetzt hier nicht alle KP direkt verballern, sondern auch ein bisschen Puffer haben. Ich meine, die Wahrscheinlichkeit ist ja sehr hoch, gerade bei Muria, dass sie vielleicht demnächst dann auch mal neue Sachen erlernt und so. Bei ihr wird das jetzt recht schnell gehen mit den ganzen Level-Ups, schätze ich mal. Vielleicht habe ich ja auch nur geträumt. Ich meine, maskierte Männer mit einer großen Tasche, die auf Hoplan reiten, das klingt doch verrückt. Außerdem hat mein Bruder mir erzählt, dass es im Purgatorium gar nichts zu sehen gibt. Das alles macht mich so müde. Naja, dein Bruder hat recht. Da gibt es wirklich nichts. Also ich rate dir auf jeden Fall davon ab, dich dahin zu begeben, kleine Maus. So, gucken wir jetzt mal. Das war, glaube ich, neu, was sie gerade gesagt hat. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass wir vielleicht jetzt hier auch neue Missionen bekommen. Das hier kennen wir. Der sagt immer noch wegen Treibsand und so. Aber gut, da haben wir auch eine laufende Mission schon, die an ihn gekoppelt ist. Ich will nur erstmal gucken bei den Leuten, von denen wir bisher noch nichts an Aufträgen bekommen haben. Hier zum Beispiel. Okay, der schnauft sich weiterhin einen ab. Aber ganz ehrlich, wer Hasenherz heißt, der wird doch bestimmt irgendwann noch Relevanz gewinnen, oder? Mein Sohn ist Sidonaist geworden. Er hätte alle Hoffnung für die Welt verloren, sagt er. Dieser dumme Junge, da bietet man ihm jahrelang ein Zuhause und er führt sich auf, als sei er allwissend. Kennen wir das schon? Oder kam das jetzt erst durch den Besuch der Sidonaisten hier am Ort? Ich habe keine Ahnung. So, warte mal, dann gucken wir jetzt hier nochmal bei den Medals. Ob die was Neues haben? Nee.
Wenn ich die Einzige ohne Stein bin, will niemand mein Freund sein. Oh, ich meine, nein, ich bin nicht einsam oder so. Na gut, vielleicht ein bisschen. Immerhin bröckelt so langsam die Fassade und sie gewinnt dadurch ein paar Sympathiepunkte bei mir, aber auch nicht immens viel. So, hier war auch noch ein kleines Mädchen, glaube ich. Jawohl. Hallo? Kürbisse sind so saftig und lecker, darum möchte ich ja auch mal einer werden. Du möchtest auch saftig und lecker werden? Das sind ja sehr interessante Ziele, die man als Kind so mitbringen kann. Also ich wollte als Kind nie ein Kürbis werden, aber da ist halt jeder ein bisschen anders, ne? So, ich sollte vielleicht auch nochmal in den Laden gehen. Können wir nämlich vorstellen, dass wir für Muria auch eine neue Waffe einkaufen können. Vielleicht kann ich bei Welsh sogar was Neues für sie herstellen. Hm, ich würde problemlos den ersten Platz machen, wenn ich beim Turnier mitmachen würde. Dann hätte ich wenigstens was zu tun, bis sich der Sandsturm gelegt hat. Das kennen wir, glaube ich, auch schon, oder? Boah, wisst ihr was, ich werde das jetzt gar nicht mehr vorlesen, auch um ein bisschen Zeit zu sparen, sondern einfach nur gucken, ob das neu ist. Das hier kennen wir, glaube ich, schon. Das hier ist neu. Wer hat eigentlich gesagt, dass Katzen immer süß aussehen und Miau sagen müssen? Was für eine dumme Regel ist das, hm? Eine sehr dumme, das kann ich euch sagen. Denkt mal darüber nach. Jedes Mal, wenn ihr mit uns redet, erwartet ihr ein Miau als Antwort. Das ist absurd. Wo bleibt denn da der Individualismus? Wie soll man uns auseinanderhalten? Okay. Ihr seid alle nutzlos. Ihr versteht gar nichts, überhaupt nichts. Oh mein Gott, ey, die Katze ist echt der Knüller. Würde mich echt nicht wundern, wenn die uns irgendwann mal die Augen auskratzen würde, ehrlich. Ja, hier das abgebrannte Haus. Diese scheiße Luna ist eine Ärsche, ey. Ernsthaft. Gut, dass die Elena da so gut drauf vorbereitet war, beziehungsweise da ihr Geheimversteck hat. Rüstiger alter Mann. Diese seltsame Gruppe hat sich in der Stadt breit gemacht, wie ein dunkler Schatten. Die Leute müssen unbedingt optimistischer werden. Los, ich will eure Stimmen hören. Kommt, wir wollen diese Stadt zu einem schöneren Ort machen. Hm? Wir fangen mit etwas Leichtem an. Hallo. Hallo? Jetzt eine Entschuldigung. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Und jetzt Dankbarkeit. Dankeschön. Dankeschön. Das war sehr gut. Kommt wieder, wenn ihr es nochmal probieren möchtet. What the fuck? Warum gerade ich? Ja, ich frage mich auch gerade, warum ausgerechnet Face darauf reagiert hat. Oh, guten Morgen. Schönes Wetter heute, was? Ja. Was hatte das gerade? Was sollte das gerade? Ich verstehe es nicht, aber okay. Auf jeden Fall sehr interessante Konversation. So, du willst immer noch Diät und so? Jawohl. Bei ihr hat sich nichts verändert. Da oben bin ich gewesen. Hier noch diesen einen Typ, der uns den Eimer damals noch mitgegeben hat. Okay, der faselt immer noch über den Wind. Alles klar. Dann würde ich mal sagen, stürmen wir jetzt wegen Muria nochmal den Shop hier. Und dann gehe ich noch übernachten und dann werden wir in der nächsten Folge nochmal zum Purgatorium aufbrechen. So, hier nichts Neues zu vermelden. Wie sieht's denn hier hingegen aus? Was? Hier haben wir ernsthaft nichts. Okay, rotes Kraut kann ich noch voll kaufen. Nichts Neues für Muria. Die muss jetzt immer noch mit ihrer Anfangswaffe eine Weile auskommen. Okay, da hatte ich mir ehrlich gesagt ein bisschen mehr erhofft. Aber gut, so haben wir immerhin ein bisschen Geld gespart. Und gucken mal, dass wir sie jetzt mit ein paar Level-Ups so ein bisschen aufgepäppelt kriegen. Und, joa. So, warte. Genau, direkt gegenüber. Da kann ich dann übernachten. Das tun wir dann auch noch. Und, wow, wieder echt viel Hauptstory. Aber das wird jetzt für mich auch das Ende der Aufnahmesession sein. Also ich werde dann für die nächste Folge wieder die Bonustafel neu befüllen. Das heißt, ich werde dann offscreen wahrscheinlich auch wieder ein paar Level-Ups generieren, aber seid gewiss, also alles, was sie erlernt und was irgendwie an Aha-Momenten aufkommt, da werde ich euch dann am Anfang der nächsten Folge auch zu abholen und ja. Habe ich sonst noch was? Lass mich mal eine Sache nochmal gucken. Nämlich, wie das bei den Aufträgen aussieht. Da habe ich zuletzt geguckt und da waren... Ach so, ja. Lass mich mal kurz überlegen. Boah, der Weg nach Astral, der ist so weit. Der ist so weit. Ich habe aber eine Idee. Ich kann das wie in der
letzten, vorletzten Folge als Art Rückblende ja mal abgeben. Einfach damit wir die Gruppen-KP und auch die Kohle dann schon haben und so. Und ach, ich muss einfach gucken, wie ich das mache. Also ich werde eventuell die beiden Sachen in Astral abgeben. Ich werde die Bonustafel wieder befüllen und wir werden uns dann in der nächsten Folge ein zweites Mal auf den Weg zum Purgatorium machen. Diesmal auch mit dem nötigen Equipment. Wir haben jetzt diese Karte der Weisung oder wie das hieß. Und werden dann hoffentlich rechtzeitig Sarah befreien können. Ich danke an dieser Stelle aber erstmal fürs Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut, ihr Lieben, und bis dann. Ciao!